Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem U-Bahn-Simulator. Wieder mal, wir haben es ja schon mal gemacht, wir sind schon mal mit der Straßenbahn in OMSI gefahren, mit der NF6D und der Tatra. Und wir sind auch schon mal mit der U-Bahn in OMSI rumgefahren, und zwar auf der Map Eberlinsee. Und heute machen wir es wieder, und zwar auf einer brandneuen Map, der Map U4 Berlin. Die ist jetzt ganz neu erschienen, war bei mir selbst nicht so auf dem Plan, ist allerdings wohl möglichst realistisch nachgebaut worden. Ich selbst kann das nicht beurteilen, weil ich ja nicht aus Berlin komme. Ich werde mich bemühen, so ein bisschen das wiederzuerkennen, aber an euch natürlich wieder die Aufgabe, wenn ihr irgendwas wiedererkennt oder wenn ihr das besser beurteilen könnt als ich, was vermutlich der Fall ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie gut das umgesetzt wurde, wie realistisch das Ganze ist. Das interessiert mich auch persönlich immer so ein bisschen, deswegen schreibt es gerne rein. Ich bin mal gespannt. Ich nehme aber an, dass das schon ganz gut sein wird, und es wird später, das habe ich gelesen, auch noch ein Update erscheinen, wo noch irgendwie, ich glaube, ein Rathaus oder sowas hinzukommen wird. So, wir fahren heute mit einer anderen U-Bahn, einem anderen U-Bahn-Modell als das wir das letzte Mal genommen haben. Wir starten hier am Nollendorfplatz und fahren zum Innsbrucker Platz. Mit unserer U-Bahn Typ Gisela, 1E glaube ich oder sowas, und ihr seht, von außen sieht das Modell ziemlich hübsch aus, also kann man anders nicht sagen, ist wirklich, ich denke, das ist echt realistisch auch nachgebaut, und da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Türen und sowas lassen sich nicht anklicken, also nicht manuell so öffnen. Und auch sonst gibt es eigentlich wenig Interaktionsmöglichkeiten, ein bisschen ernüchternd, aber ich denke, darüber kann man hinwegsehen. Ist hier dieses Cockpit, das heißt, hier kann man nichts bedienen, die Texturen sind eher niedrig aufgelöst, seht ihr ja. Ich denke aber, eine U-Bahn ist besser als keine U-Bahn, und von außen sieht sie ja wirklich hübsch aus, nur im Tunnel von außen zu fahren ist halt auch irgendwie so ein bisschen blöd. Und interessanterweise, auch hier sieht sie relativ hübsch aus, also so kenne ich die U-Bahn auch nur, als Tourist jetzt natürlich, aber das ist ja genau die Sitzanordnung, die es auch in der Realität gibt. Das heißt, möglichst viele Stehplätze, möglichst wenig Sitzplätze. Also hier habe ich irgendwann mal von Joko und Klaas irgendwas gesehen, die haben irgendwie so ein Duell oder sowas, die saßen auch auf so einer Bank und haben dann irgendwie so ein Duell gemacht, und das war unangenehm für alle anderen Fahrgäste. So, und wem langweilig ist in der U-Bahn, der kann hier entweder Gundula Gause hier, oder wer das ist, ne, das ist glaube ich nicht Gundula Gause, aber hier die ZDF heute Nachrichten sehen, oder wem eher nach Entertainment und weniger nach Nachrichten ist, der kann hier rechts die Simpsons sehen und sich anschauen. Ja, aber von innen finde ich das wirklich ganz hübsch, von außen auch. Das Cockpit ist nicht so hübsch, aber gut. Wie gesagt, diese U-Bahnen werden direkt mitgeliefert in verschiedenen Typen, und wir haben jetzt diesen Typ hier ausgewählt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, 3 Minuten, das ist ja eigentlich schon nicht schlecht. Und ich möchte euch den Sound nicht vorenthalten. Klingt ziemlich gut, ne? Auch ziemlich realistisch. So, wir müssen am Anfang ein bisschen darauf aufpassen, dass wir Weichen stellen. Das mache ich jetzt direkt mal. Deswegen dürfen wir gleich auch nicht zu schnell fahren. 40 sind da gleich erlaubt. Also ihr merkt, ich bin schon mal losgefahren, habe schon mal geguckt, ob das alles so funktioniert. Allerdings kenne ich nicht die ganze Strecke, kenne jetzt eigentlich nur die erste Haltestelle, hier Bereich um den Nollendorfplatz, und entdeckt das so ein bisschen mit euch. Genau, und ich bin echt mal gespannt auf euer Feedback zu dieser Linie. Es gibt ja immer so viele kritische Kommentare, auch wenn ich dann mit der Straßenbahn oder sowas fahre, wo es dann heißt, OMSI ist nicht für Straßenbahnen gemacht, bitte zeigt das nicht. Ich denke aber, also ich finde es immer ganz cool, wenn man das so sich auch so umbaut, und ich finde, es ist eines Videos wert. Wenn ihr das anders seht, ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich sehe ja dann, wie das allgemeine Feedback ist. So, jetzt aber, ich würde sagen, es ist zwar noch rot, wir fahren trotzdem, weil grün wird es nicht, glaube ich. Jedenfalls wurde es bis jetzt nie grün. Ich habe mich da einmal von irritieren lassen. Und dann fahren wir direkt mal zum Nollendorfplatz.
Hupe oder sowas haben wir auch nicht. Also, oder Klingel. Hoppala. Da steht noch ein Teil. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das jetzt abzuschätzen. Das letzte Mal, als ich es ausprobiert habe, stand hier kein Zugteil. Ich denke aber, sowas wird noch gefixt. Dann später. So. Jetzt sollte ich, mir wurde aufgetragen, ich soll auf die Bildschirme gucken. Schauen wir doch mal. Hoppala. So. Achtung, Zug fährt ein. Bitte zurückbleiben. Nächster Zug U4 nach Innsbrucker Platz. Das sind 4. Machen wir die Türen auf. Die gehen blöderweise an beiden Seiten auf. Das ist bei der NF6D ja ganz gut gelöst worden. Ach ja, und was wir natürlich, warum jetzt keiner einsteigt, ist eigentlich auch klar. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch nicht geschildert. So, aber das wollte ich euch eigentlich noch zeigen. Deswegen... gerade schon gedacht, irgendwas hast du vergessen, aber wusste nicht genau was, jetzt weiß ich es. Das wollte ich euch nämlich noch zeigen, guck mal. Jetzt wird da alles durchgespult. Theodor-Heuss-Platz, Deutsche Oper, ne? Zoologischer Garten, Wittenberg-Platz, Nollendorf-Platz, Gleisdreieck, Hallisches Tor, das kenne ich auch. Cottbusser Tor, ich glaube, das ist so ein Drogenumschlagplatz, ne? Ich glaube, da sind wir mal ausgestiegen. Wir haben nämlich mal eine, das letzte Mal, als ich in Berlin war, war es, glaube ich, im Zuge unserer Klassenfahrt und da haben wir einfach mal, wir wollten ein bisschen Berlin angucken und zwar nicht nur diese touristischen Attraktionen, sondern einfach mal alles anschauen. Und dazu gehört eben auch sowas. Ja, und da haben wir uns da mal ein bisschen umgeguckt. Ist ja wirklich, es ist nicht so spektakulär, sich das anzugucken, aber man sollte diese Seite Berlins auf jeden Fall kennen, finde ich. So, gut, wir können losfahren. Ah, funktioniert eigentlich der Bildschirm? Moment. Nee. Das ist einfach irgendein. Oder? Nee, da bewegt sich nichts. Auf jeden Fall ganz cool gemacht. Und das eine. Von einer Sache bin ich in Berlin. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Berlin. Von einer Sache bin ich in Berlin immer wieder begeistert. Und zwar ist das das Nahverkehrssystem. Du kommst in U-Bahnhof, also in der Region, wo ich wohne, Ruhrgebiet, beziehungsweise Düsseldorf, da ist es ja so, da kommst du zum U-Bahnhof und dann fährt dir die Bahn vor der Nase weg. Denkst, das hat der Fahrer extra gemacht und ja, dann stehst du da, scheiße. Muss unter Umständen 20, vielleicht auch am Wochenende mal 30 Minuten warten. So, das ist also wirklich ein Ärgernis, deswegen ist man bemüht, pünktlich zu sein. In Berlin ist das nicht so schlimm, da kommt man zum U-Bahnsteig und zum U-Bahnhof und dann sieht man die Bahn wegfahren und denkt sich, ach, ist egal, in 3 Minuten kommt ja schon die nächste, ja. Das ist ziemlich cool und auch diese Möglichkeiten, dass man mit der S-Bahn fahren kann und es dann so Knotenpunkte gibt, dann kann man mit der U-Bahn weiterfahren und mit dem Bus kann man weiterfahren und es gibt ja auch noch eine Straßenbahn, das gefällt mir ziemlich gut. Also das würde ich mir für jede größere Stadt wünschen, aber es gibt ja Städte, da gibt es nicht mal Straßenbahnen, also auch ziemlich große Städte oder kein vernünftiges Zugnetz und sowas. Also deswegen ist das schon was Besonderes. Aber ich würde es mir für mehr Städte wünschen. Das finde ich schon echt genial. So, und wer die Oberleitung vermisst, ist natürlich hier Quatsch, weil hier rechts gibt es so eine Stromschiene. Wo die U-Bahn dann Strom herzieht. Victor-Luise-Platz. Victor-Luise-Platz. Sagen die das, ich glaube, in Berlin machen die ja immer den, das habe ich glaube ich auch schon mal gemacht, als ich die andere U-Bahn gefahren bin, da machen die immer den hier. Also erstmal auf, dann auch möglichst schnell wieder zu, aber das kann ich jetzt nicht machen, weil ich nicht so einen einzelnen Warnton habe, das kann man nicht manuell auswählen. Sag mal bitte. Sag mal bitte. So machen die dann immer und dann geht's wieder los. Und zwar in rasantem Tempo eigentlich. Aber wir geben jetzt auch mal Gas. 25 sind hier erlaubt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Schrift oben eingeblendet habe. Ich versuche es ja immer zu vermeiden, weil ich weiß, dass es einigen nicht so gefällt. Aber ich weiß nicht,
wie das tachomäßig aussieht. So, jetzt können wir so schnell fahren, wie wir wollen. Bayerischer Platz. Ja. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Das anders von den... Oh, jetzt haben wir hier aber mal richtig rot. Betrifft uns das jetzt oder betrifft uns das nicht? Weil ich weiß nicht, ob die Ampeln hier funktionieren. Das müsste ich mal gerade... in Erfahrung bringen. Doch, ich glaube, wir können noch vorfahren. Bis zum Bahnhof. 6 Minuten lang soll es dauern, wird mir geschrieben. Ich hoffe, dass das stimmt, aber ich weiß es natürlich nicht. Wäre natürlich auch cool, wenn es noch länger ginge, aber ich kenne die Strecke so nicht, deswegen... Hoppala. Oh, man kann direkt losfahren? Ist das denn echt auch so? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wollte jetzt noch jemand einsteigen oder nicht? Es ist ja etwas... Es ist schon ein Schauspiel, sich das anzuschauen. Hallo. Hallo. Und sie stiegen durchs Fenster ein. Naja, okay. In echt wird es da sicherlich eine Sperre geben. Ja, da ist noch Luft nach oben, aber... So eine Straßenbahn ist skriptseitig, glaube ich, auch sehr schwierig umzusetzen. Also, das ist, glaube ich, das Schwierigste an der ganzen Straßenbahn. Das ist so, nach dem, was ich mitbekommen habe, so das Problem aller Straßenbahnersteller. Also, bei dem Gladbeck-Team und sowas war das ja eine Herausforderung, die in beide Richtungen fahrbar zu machen und so. Also und bei der Tatra muss, glaube ich, auch noch bei den Skripten einiges geändert werden. Also von daher... Aber es gefällt mir echt ganz gut. Und ich finde, so schlecht macht sich Omsi als U-Bahn-Simulator jetzt auch nicht. Oh, guck mal, was wir können nämlich. Was haben wir denn hier? Das ist ja cool. Haben wir sogar ein bisschen was außen zu sehen. Was ist das hier? Ja, wusste ich jetzt gar nicht, dass das wäre auf die U-Bahn beschränkt. Aber cool wäre es natürlich, wenn man hier so eine U-Bahn hätte, die auch komplett bedienbar wäre, also wo man die Tür hier aufmachen könnte und solche Sachen, solche Späße und auch natürlich mit vernünftigem Cockpit. So, wir sind aber ganz gut in der Zeit. Ich denke, das ist akzeptabel. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei den Berliner U-Bahnen? Sind die eher pünktlich oder eher unpünktlich? Muss ich mal in die Kommentare schreiben. Es ist natürlich... Man hat bei einem Bus mehr zu tun, ne? Das ist natürlich klar. Da muss man auch ein bisschen in Kurven und sowas. Also, ich könnte verstehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist mir selbst, im Video geht's vielleicht, aber es ist mir selbst zu langweilig, U-Bahn zu fahren. Das könnte ich gut nachvollziehen, weil es ist natürlich, man hat nicht so viel, auf so viel zu achten. Nichtsdestotrotz, ihr seht ja, wie viele Fehler ich hier gemacht habe. Das, wenn man das alles schon vermeiden würde, dann, ja. Hätte man schon ordentlich was zu tun. Oder man wäre einfach besser als ich. Ja, da ist jetzt wieder eine Straßenbahn. Ich habe noch nicht ganz das Prinzip verstanden, nachdem die gespawnt werden, weil wir sind ja... Ah, wir sind jetzt... Das ist jetzt hier der Innsbrucker Platz. Da müssen wir jetzt durchfahren.
Oder wir hätten vielleicht die andere nehmen müssen. Den anderen Bahnsteig. Das könnte sein. Aber das wurde uns jetzt hier, glaube ich, auch nicht angezeigt, oder? Ja, schauen wir mal. Ja, die ist jetzt sowieso weg. Nee, das wurde uns hier nicht angezeigt. Ich habe die Markierung hier an. Gut, das hätte man jetzt ahnen müssen. Das funktioniert wohl nicht. So, aber wir machen die Türen auf. Wir sind am Innsbrucker Platz angekommen. Wir waren überall nicht zu stark verspätet. Also überall okay. Und das wäre jetzt hier unsere Endhaltestelle. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Und ich hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder dabei. Bin ich dann vielleicht nicht unbedingt, wenn ich entweder das Update der U4 zeige. Das könnte ich mir gut vorstellen, je nachdem, wie euer Feedback da ist. Oder wenn ich dann eine andere Straßenbahn-Map zeige, was auch gut sein könnte. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.